1978 hat Mercedes-Benz in der S-Klasse das Antiblockiersystem ABS eingeführt. Dass ich voll bremsen kann, einen kurzen Bremsweg habe und voll lenken kann. Eine Innovation, die damals mindestens so spektakulär war wie heute das automatisierte Fahren. Die Grundidee bei den Fahrdynamiksystemen ist, Radschlupf zu vermeiden. Sicherheit pur für die Querdynamik. Das, meine ich, ist ein Meilenstein 1995 für ESP. Das Fahrzeug bekommt Reflexe. Es wartet nicht mehr so lange, bis der Aufprall stattfindet, sondern es agiert schon im Vorfeld. Man muss natürlich wissen, dass man für ein solches System Sensoren braucht, die notwendigen Informationen liefern. Erst wenn diese Sensoren verfügbar sind, dann kann man eine solche Vision auch realisieren. Aus dem Komfortmodul quälte uns immer mehr, kann man da nicht auch Sicherheit generieren? Einen aktiven Bremsassistent mit Fußgängererkennung. Vor einigen Jahren wurden alle Mercedes-Benz-Innovationen unter dem Begriff Mercedes-Benz Intelligent Drive zusammengefasst.